Hi Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In letzter Zeit war bei uns wirklich schon richtig schönes sommerliches Wetter. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob es bei euch auch schon so warm war. Bei uns waren es teilweise schon 30 Grad und ich hatte einfach mega Bock darauf, mir viele neue sommerliche bzw. Frühlingsklamotten zu kaufen. Und da war ich einerseits in der Stadt shoppen, aber ich habe auch ganz viele Sachen online eingekauft, zum Beispiel bei ASOS oder bei New Look. Und genau die Klamotten möchte ich euch heute zeigen. Aber da ich so normale Hauls oder Try-on-Hauls ja nicht langweilig finde, aber nicht so cool wie zum Beispiel richtige Lookbooks, habe ich mir gedacht, dass ich einfach aus den neuen Klamotten verschiedene Outfits erstelle und die euch dann einfach zeige. Passend zu diesem Video kooperiere ich mit der App 21 Buttons und falls ihr die noch nicht kennt, das ist letztendlich ein Modenetzwerk, wo man sich von seinen Freunden oder von seinen Lieblingsinfluencern, Bloggern oder YouTubern oder einfach nur irgendwelchen Personen inspirieren lassen kann. Das Coole an 21 Buttons ist nämlich, dass ihr einfach nur mit einem Klick auf die einzelnen Kleidungsstücke direkt die Einzelheiten darüber erfahren könnt, also woher das ist, wie viel das kostet und ihr könnt es auch direkt nachkaufen. Mir ging es nämlich schon total häufig so, dass ich irgendwelche coolen Outfit-Postings oder so gesehen habe und mich dann einfach nur gefragt habe, woher ist dieses Kleid, woher sind diese geilen Schuhe oder so. Und das Coole ist nämlich, wenn jemand durch eure markierte Verlinkung ein Kleidungsstück oder ein Produkt kauft, dass ihr dann eine Provision bekommt, also man kann dadurch tatsächlich auch Geld verdienen. Also wenn euch die App interessiert, könnt ihr gerne mal in der Infobox gucken. Da werdet ihr direkt einen Link zu meinem Profil finden. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir da folgt. Denn ich werde dort alle Outfits auch nochmal hochladen, die ich jetzt hier im Video zeige. Und dort auch, so gut es geht, die ganzen Kleidungsstücke verlinken. Manchmal sind natürlich auch ein paar ältere Sachen dabei, die ich jetzt mit den neuen Sachen kombiniert habe. Da gucke ich dann einfach, ob ich vielleicht was Ähnliches finde und das verlinken kann. Aber grundsätzlich könnt ihr dort gerne mal vorbeischauen. Und ich freue mich, wenn ihr mir dort folgt. Girl, you should wear a name tag. Ni vicious presenting. Girl, you should wear a name tag. Yeah, yeah, yeah. Whoa. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag. All I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag. That's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag. It's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Danger, 'cause you're the end.
hoffe, euch hat dieser Frühlings-Sommer-Fashion-Haul bzw. Lookbook gut gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Im Moment drehe ich super, super gerne Videos zum Thema Fashion und ja, Styling und so weiter, weil ich irgendwie so inspiriert bin durch das tolle Wetter. Und ich bin natürlich jetzt auch mega gespannt, welches Outfit euch am besten gefallen hat. Schreibt mir einfach die Nummer von dem Outfit in die Kommentare. Ja, und ansonsten verlinke ich hier noch meine letzten beiden Videos. Schaut da gerne mal rein. In der Mitte könnt ihr meinen Kanal wie immer kostenlos abonnieren. Und dann sehen wir uns mit einem neuen Video ganz bald wieder. Ciao!